Herzlich willkommen zu einem weiteren Optimizer Talk, heute im Studio von Stefan Angern. Es ist mir eine Freude und Ehre, dieser erfolgreiche Unternehmer Gast. Ich bin Gast bei ihm, aber er ist auch Gast bei mir. Ich bin hier in seinem Studio. Es freut mich sehr. Stefan ist der erfolgreichste Schweizer Boxer der letzten 100 Jahre. Seine Karriere ist länger zurück. Er ist dann durchgestartet und heute sehr erfolgreicher Unternehmer unter der Marke und Unternehmer Swiss Shape. Schön, bist du hier oder darf ich hier sein? Herzlichen Dank auch für deine Zeit, Stefan. Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass du hierher gekommen bist. Ja, gerne. Die Welt braucht mehr Unternehmer, sage ich oft, mit einem guten Geist. Nicht einfach nur Geld scheffeln, sondern mit dem guten Geist, weil das kommt uns allen zugute, der ganzen Gesellschaft. Hinter jedem Unternehmen stecken Familien. Und das ist dann eben diese ganze Gesellschaft, die mit dem guten Geist weiterwächst. Das ist so unsere Philosophie. Schön. Ja, so sollte das ja eigentlich sein, wenn man nach früher zurückschaut, ja. War mal alles so. War es mal so und dann wurden die Firmen immer größer und größer Richtung Konzerne, Manager, nicht mehr Unternehmer, Excel gesteuert, Zahlen, Aktien im Mittelpunkt, der Aktienwert. Aber wir möchten doch gerne über die KMU sprechen, familiengeführte Unternehmen. Das schlägt mein und unser Herz von AppleTree. Und ich sage seit ein paar Monaten, es ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, optimal, um als Angestellter in einem miesen Team, vielleicht mit einem komplizierten Chef, zu sagen, weißt du was, adios, ich mache mein eigenes Ding und starte selbstständig durch, mit dem Sprung zum Unternehmer, da kommen die noch drauf. Und dann schauen mich die Leute an und sagen, ja, jetzt geht gar nicht, weil jetzt ist zu viel Risiko. Was würdest du antworten? Ach, weißt du, bei mir, ich habe immer Angriff nach vorne gemacht. Für mich war immer, jetzt erst recht, war viele Jahre mein Motto. Und eigentlich wäre es auch jetzt noch, wenn ich in so einer Situation wäre, weil ich bin eigentlich einer, der denkt, wenn es nicht stimmt, dann ändere es. Immer. Okay. Egal wo, ich würde da auch bei beziehungstechnisch, ich habe das Gefühl, dass auch in dem Thema sehr viele Menschen zusammenleben und sich nicht trauen, da ist nie der richtige Moment, ohne dass man den Mut dann hat, was zu tun. Und in einem Angestelltenverhältnis jetzt, wo du unglücklich bist, das ist dein einziges Leben, was du hast und du hast keine Ahnung, wie lange das noch geht. Mhm. Und ich bin ein Fan von dem Buch, was Sterbende am meisten bereuen. Und wenn jemand das lesen würde, würde er sofort eine Entscheidung fällen und sagen, nicht mit mir. Das sind ja die 5 Punkte, die Sterbende am meisten bereuen. Das sind mehr oder weniger immer dieselben Punkte, die die Menschen kurz vor dem Tod, also nicht 3 Monate, sondern in den letzten Minuten erzählen. Und wenn man diese 5 Punkte weiß, dann weiß man auch, dass man den Tag eben optimal ausfüllen sollte. Auf jeden Fall. Und wer den Mut halt nicht hat, der hat ihn dann aber halt eben doch nicht, weißt du? Und das ist was, glaube ich, wo die größte Schwachstelle besteht im Heranwachsen, in der Schule, in der Ausbildung, Mut zu haben, zu scheitern. Mhm. Weil deshalb macht man es ja nicht, weil man Angst hat, man könnte scheitern, man könnte sich blamieren, die anderen könnten über einen lachen. Und das sind ja meiner Meinung nach Ängste, die aus dem Kindheit. Kindesalter kommen. Weißt du, sprich leise, was könnten die anderen denken und halt eine Menge gut gemeinter Mist, was am Schluss ja wirklich nicht hilfreich ist für eine starke Selbstständigkeit. Da bin ich auch deiner Meinung. Ich denke auch vom Bildungssystem werden eher Arbeitnehmende gezüchtet und nicht Unternehmer, oder? Und das drückt sich dann in der Familie aus und schlussendlich in der Ausbildung und dann bist du halt eben ein Angestellter. Das war ja auch lange okay. Ich glaube, als ich noch klein war, konnte man wirklich mit Arbeiten Geld verdienen und die Ausgaben waren ganz anders und man konnte dann im Alter auch das Leben noch genießen. Und jetzt in den letzten 30 Jahren hat sich das einfach so schnell geändert, dass heute glaube ich, jeder weiß, eigentlich wüsste eigentlich, dass das nicht mehr so ist, dass du im Alter Angst haben musst, überhaupt überleben zu können, von wegen große Träume, Welt bereisen, das Leben genießen. Und ich glaube aber auch, dass wir einen großen Teil der Jugend jetzt haben, die genau das wissen. Mhm. Und die sind anders drauf, die könnten jetzt auf deine Anregung hin, hätte es vielleicht viele, jawohl, das probiere ich.